Führung in unseren Unternehmen einer der wichtigsten Bestandteile ist? Weil ich das Bedürfnis hatte, einfach ein Führungsseminar zu belegen, mich in Sachen Führung weiter zu beschäftigen. Um mich einfach weiterzuentwickeln, was das Thema Führung betrifft. Auslöser war im Grunde genommen die Veränderung im Unternehmen hin zur Führungskraft. Mhm. Und hier die Überlegung, ein Seminarformat zu finden, was einer jungen, noch relativ unerfahrenen Führungskraft die Möglichkeit gibt, dieses komplexe Thema Führung zu begreifen. Und die Seminarinhalte sprachen mich an, weil gerade jetzt ist die Mitarbeiterführung eins der wichtigsten Instrumente, um Vertriebserfolge zu erzielen. Habe ich einfach gemerkt, dass mir da was fehlte. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit möglichen Konflikten um? Wie gehe ich mit älteren Mitarbeitern, mit jüngeren um? Für mich war es wichtig, dass ich einen Themenbereich bekomme, was in mir eine nachhaltige und wirksame Führung ermöglicht. Weil ich der Meinung bin, dass halt Führung ein ganz, ganz, ganz wesentliches Element bei uns im Haus ist, um halt auch unsere Mitarbeiter, unsere Bank in der Zukunft erfolgreich aufzustellen. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Hier geht es nicht wirklich um ich sage jetzt mal pure Theorie, um Lehrbuchwissen, sondern hier geht es wirklich um die Praxis und hier geht es um den Mensch, der im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zu einigen anderen Seminaren. Für mich selbst eine Toolbox zusammenzustellen der Möglichkeiten, die auf mich zugeschnitten sind, die zu mir, zu meinem Führungsstil passen. Für alle diese Facetten, Personen und Anlässe gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, die ich dann im Alltag einsetzen kann. Des Weiteren haben wir uns alle super gut verstanden und deswegen war es aus meiner Sicht auch ein super erfolgreiches Seminar, weil wir sehr offen miteinander umgegangen sind. Und diese Mischung von Theorie und Praxis macht das Ganze erlebbar und sehr interessant. Mit welchen Möglichkeiten kann ich ein Team fördern? Ich bin ja auch als Techniker in das Training reingegangen. Sind natürlich die ganzen Aspekte, dass man doch sieht, als rein fachlicher Vorgesetzter, dass man da auch immer die Psychologie seiner Mitarbeiter mit berücksichtigen muss. Und da haben wir ja auch sehr intensiv dran gearbeitet. Und ich gehe nach 3 Tagen hier raus und habe wieder Highlights im Kopf, über die ich jetzt nachdenken kann, die ich in die Praxis setzen kann. Und das hat mich geprägt. Dann wird jeder bei diesem Seminar eine Persönlichkeitsentwicklung erleben und am Ende des Seminars sagen, wow, ich habe mich persönlich weiterentwickelt. Ja, ganz konkret baut man Selbstbewusstsein auf. Ich selber sage, das war wirklich erfolgreich, das war klasse, das war gut. Und das nutze ich auch sehr häufig. Und das war für mich ein relativ schnell feststellbarer Erfolg, dass die Mitarbeiter fast komplett immer mit einem Lösungsvorschlag schon kamen, wenn es um irgendwelche Fälle ging. Und für alle diese Facetten, Personen und Anlässe gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, die ich dann im Alltag einsetzen kann. Wie führe ich kritische Gespräche? Wie führe ich Mitarbeitergespräche? Und da muss ich echt sagen, da hat mir auch schon in der Vergangenheit und in den letzten Monaten hatte ich damit auch schon viel Erfolge erzählt. Für mich selbst eine Toolbox zusammenzustellen der Möglichkeiten, die auf mich zugeschnitten sind, die zu mir, zu meinem Führungsstil passen.